Dere und Schiedersatz zu Satisfactory. So, letzte Folge haben wir ja davon die intelligente Beschichtung gebaut, soweit wie es gegangen ist. Wir haben eh wieder viel zu lang rumdo und rumgewurschtelt. Und ja, man sagt ja, was jetzt hat da schon wieder los ist. Da waren wir da. 1, 2, 3, 4. Und das ist mit diesmal weg und diesmal weg. Und dann nehmen wir diesmal weg und nicht diesmal weg. Und nehmen wir den da weg. Bei Sauna. So. Dann stellen wir uns da nur an her. Exakt weiß ich nicht mal, ob das dann so funktioniert, wie man das vorstellt. Er liegt gerade. Da ist schon 50 drinnen, gell? Braucht man eigentlich für einen Weltraumlift? Haben wir da alles dabei? Nee. Ah. Oh, apropos, wir haben ja gar keine Kupferdrahtherstellung, gell? Wir produzieren mal Kabel da hinten. Ja, zwei haben schon wieder kein Ding mehr. Aber kein Kabel, gell? Ey, kein Draht, meine. Der ist voll! Was? Ja, wahrscheinlich ist der voll. Wahrscheinlich. Ja gut, das ist aber schon mal. Es ist okay, ist nicht so schlimm, wie man sich denkt hat. Kann ich da schon mal das wenigstens ausnehmen? Breite nicht lange da. Kann man da die 1000 nehmen? Haben wir aber immer noch zu wenig. Nehmen wir da noch die 400 raus. Und wenn man überlegt, dass das da hat, ja gar nicht optimiert ist. Das ist einfach bloß, oh, nehmen wir Kupfer da, da, da. Oder doch, das ist optimiert gewesen. Okay, 2 Draht bei 30. Pro Minuten. Weil der schneller ist. Genau, weil der 4 Sekunden braucht, dann 2. So ist das. Genau, genau. Ja, aber was mir eigentlich aufgefallen ist, was mir gerade so ins Sinn kommt. Ich glaube, dass wir nur öfter die Beschichtung brauchen. Ich weiß was wirklich gar nicht mehr. Jetzt werden wir da hinten schnell jetzt da ein bisschen bauen, dass wir da zweimal Beschichtung herstellen und dann schauen wir wegen dem Strom nochmal. Und dann bauen wir unseren Weltraumlift auf. Das darf jetzt ungern abbauen da. Deswegen macht man das jetzt. Deswegen macht man das jetzt. Mal schnell so. Wo ist der gelungen? Ist wieder, gell? Links dies. Links dies. So. Dann haben wir dies da. Da wo wir dann ein Team brauchen. Das wird jetzt wieder eine tricky Geschichte. So, Splitter. Mit. Das als derzeitigen Durchdistung Ding durchsehen. Oh. Ja, stimmt. Kann den ja einfach mal tragen, gell?
jetzt dann schauen, dass wir da in der Mitte hinkommen, gell? Wäre vielleicht doch am klügsten. Machen wir da mal den dabei. Dann gibt es da noch den. Und jetzt machen wir dies. So. Genau. Foto ist auch nicht da, das andere Foto. Okay. Ja, wie dies da aussieht, kannst du wahrscheinlich da nochmal rein, oder? Doch, das geht. Lol. Ich will gar nicht wissen, dass das geht. Doch, das geht gar nicht. Dann verteilt sich das ja schon mal gut. So, dann schließt man da mal diese an. Und wir machen mal da diese eine. Genau, genau, genau. Ja, dann fahren wir jetzt erstmal wieder vier, dann mal den Strom ausschalten. Und dann bauen wir einen Weltraumlift mal auf. Jetzt starten wir mal diese Weltraumlift-Geschichte, die wir jetzt seit 10, 20 Folgen gefühlt schon hin und her schieben. Schaut es bei den anderen aus? Oh, da ist auch nicht mehr allzu viel drin. Aber jetzt waren erstmal die zwei wichtig, gell? Da mal eine. Da mal eine. Hä? Jetzt braucht den Ohr so ein Ding. 15, nein, das kann nicht sein, dass der zu viel weg Ding war. Sorry. Ich will verarschen. Die haben jetzt gerade alle Dinge. Schauen wir mal. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe doch über 290 gehört. 300. Ernsthaft. Jetzt fehlt uns schon wieder. Spot. Ja, jetzt wird es echt Zeit, dass wir ein Ding aufbauen. Wenn wir jetzt unbedingt zum Öl kommen und dann geht es also so viel einfacher. Das ist echt belastend. Wie viele Biomassendinger du brauchst, nur dass du das bisschen Fabrik da starten kannst. Die machen jetzt wieder kein Draht. Draht machen die. Jetzt schauen wir schnell dahinter. Da hat Schraum gefällt, wie es ausschaut. Jetzt ist die Schrammding zu langsam oder was? Schau dir so, wie die Schrammding jetzt da funktioniert bei den meisten. Ah ja, das haben wir vorher noch geschaut, gell? Dass das Schrammding da aus irgendeinem Grund zu langsam ist. Wie gesagt, das ist ja alles genau berechnet, wie viel das kommen muss. Das ist so weit auf. Da haben Löcher drin in der. Da muss Ort. Da müssen wir 6 oder so auf einmal kommen eigentlich. Ich habe 500. Die Frage ist warum. Müssen wir uns da den Input anschauen. Drei. Vier. Was? Wie viel kommen da kommen doch? Ah ja, 4 Schrauben kommen raus. Es sind immer 4, 4 Kimmer.
4, 4. 4, okay. Dann schauen wir mal. Ja, das Stangenproblem. Es ist dieses Stangenproblem. Wenn wir nicht genug Stangen haben. Was mich komplett irritiert. Ja, wie gesagt, bei den anderen funktioniert es auch einwandfrei. Und da hat es auf einmal nicht funktionieren. Kanten vielleicht. Schauen, ob man da vielleicht. Das ist schon zwei. Oh. Da ist ein Zwarer, da ist ein Zwarer. Das dauert die ganze Zeit. Die arbeiten zuerst funktionabel, weil die ja davor die ganze Zeit keine Eisenbohrung gehabt haben. Eventuell akklimatisiert sich das jetzt dann, ja. Roma? Ist die Frage. Ja, da oben ist nur besser. Das ist schon da, bevor es Ding wird. Oder MK1. Aber doch, das Problem ist, dass du einfach aus irgendeinem Grund die Stange nicht richtig abkommen. Ne? Das ist einfach so, oh ja. Das check ich einfach nicht. Hä? Da ist ein. Oh, Jesus. Da wundert es mich nur, dass es nicht funktioniert, wenn die durchgeschlossen ist. Kann es auch nicht funktionieren. Nee. So, wenn ich da wieder veranstaltet. Habe ich viel vergessen und zum Schließen beim Bauen oder was? Denken Sie mir schon die ganze Zeit, das kann doch nicht sein, dass das nicht funktioniert. Ist ja genau ausgerechnet. Was ich nicht verstehe, ich hab da die ganze Zeit denkt, das kann doch nicht sein. Das kann ja nicht sein, dass da nichts kommt und so. Ja doch, natürlich funktioniert es einwandfrei. Muss ja. Ist ja alles genau berechnet. Ja, ja, okay. Mensch, ich bin so blöd manchmal. Das gibt's ja nicht. Ja, so einfach kann es sein, dass man vergisst. Jo, soll jetzt einwandfrei funktionieren. 3, 4. Ja, ein bisschen. Hängt so noch. Vor allem, weil ja das Problem ist, dass die Effizienz ja sinkt, weil man nicht, weil es immer so ewig braucht, bis man wieder startet. Und das ist in der Realität ja wirklich so. Wenn eine Maschine stehen bleiben muss, dann dauert einfach ewig, bis das Ding ist. Aber jetzt soll ja jetzt laufen. Das ist nicht viel Lauf, oder? Das aber glaube ich auch nicht, gell? Schauen wir doch herum mal schnell. Mal schauen, was fertig ist. 15. 15 noch ein Baum. Schauen wir nochmal, ob es wieder 15 hat. Jo. Es läuft jetzt perfekt von der Anzahl her. Die müssen auch einigermaßen okay laufen. Weil du kannst, glaube ich, nur 2 ausschließen oder 3 oder 4. Auch und das geht uns halt auch gar nicht.
Heute geht es uns darum, dass wir einen Weltraumlift aufbauen und dann einen Betrieb nehmen, richtig. Und zwar die erste Lieferung gleich aufschicken und und. Aber dafür haben wir jetzt das reparieren müssen oder, wie so gesagt, richtig stellen müssen da. Und den Strom halt wieder ummachen. Ja, ist schon, wird schon immer mehr, gell, was man machen muss. Oh, lol. Oh, lol. Okay. Nehmen wir doch mal mit und dann müssen wir noch. Das mal mitnehmen. Und dann können wir den auch mal aufbauen. Okay. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir den Weltraumlift dann auch da stehen lassen. Oder ob man dann einfach mal irgendwie weg tut da. Bauen jetzt einmal da her. Ich weiß bloß gar nicht, braucht der Strom? Nein. Drahtfäden. Doch, die habe ich jetzt genug. Ich hätte gedacht, ich habe genügend dabei. Aber nö. Nehmen wir da die 500 auch noch raus. Aber wenigstens dieses Problem gerade erstmal nicht. So. Gut. Gut, gut, gut. Weltraumlift. Mal das Hologramm herstellen, dass man sieht, wo da überhaupt jetzt ist. Dann müssen wir natürlich auch da hinkommen. Aber das schaut gut aus. So, einmal Weltraumlift zum Mitnehmen. Ja, stimmt. Noch nicht. Space Elevator. So, dann schließt man da mal 4 an. Fällt aber das Ding. So schön euch sicher. Gut. Den anderen braucht man. Aber überhaupt nicht, kann man doch nicht durchkommen. Aber da ist. Sexy. Also prinzipiell kann der einfach Ding machen, aber ich nehme jetzt einfach dies hier, weil da kann man ein bisschen zuschauen und man sieht dann einmal, man kann auch mal rundum gehen, dass man mal merkt, was man da alles machen kann. Ganz witzig, da kann man auch auf. Das war ja mal, also man merkt schon, das ist schon ein unendlich riesiger Ding, wo da vierer. Schon fast, also das kennt man so fast vor wie Labor in Factorio. Schon fast so, ja. Noch 10. Wir müssen ungefähr so eine halbe Minute warten, dass er full ist und dann können wir uns die neuen Sachen freischalten. Ich auch mega. Ich wusste, dass der jetzt ein Ding hat. Ein Zeichen auf der Karte. Und dann können wir nämlich endlich weitermachen bei den Sachen. Und dann können wir uns endlich schauen, wo Strom für mit Öl und so. Und dann haben wir doch kein Problem mehr. Ah, das wird jetzt dann toll. Das wird jetzt dann richtig toll. Wenn ich schon mal kurz noch am Warten bin. Ich weiß, heute ist die Folge echt spät gekommen und es ist nichts gekommen außer Satisfactory für alle, die wo andere Sachen auch noch schauen auf dem Kanal. Ich hab's einfach
körperlich und weiß nicht, ich war null motiviert irgendwas zu machen und ich habe jetzt den ganzen Tag gebraucht, dass ich irgendwie motiviert war dann. Aber ich versuche das jetzt wieder mehr. Also ich bin dabei, ich bin dabei. Gut, dann schicken wir es mal weg. Oh lol, das ist an, ey. Das hab ich noch gar nicht gesehen. Schießt du das Ding auf hier, oder was? Tatsache. Ah ja, da schau her. Jetzt sieht man nämlich schon, Phase 2 haben 500 intelligente Beschichtungen, 500 so komische Rahmen und 100 irgendwas anderes, ne? Das ist ja interessant. Okay, dann müssen wir gleich mal reinschauen, was da jetzt noch... Jetzt wird gelöst. Projekt Teil 2. Schick es mal in weiteren Phasen. Okay. Schick. Automatisierte Verkauf. Was? Was? Was habe ich da jetzt alles freigeschaltet, was ich noch gar nicht kenne? Was? Bin gerade ein bisschen irritiert von den Sachen, was jetzt da existieren. Dann müssen wir mal kurz da hinten die Dinger ausschließen. Dann können wir das einfach weiterlaufen lassen, ohne Problemo. So nebenbei tue ich diesmal wieder rein, aber das brennt. Gut. Brauchen wir erstmal den. Dann brauchen wir den. Habe ich schon wieder Dinge aufgenommen. Einmal einen Fusionator brauchen wir einmal. Logistik. Ich will ganz vergessen, wie komisch das ist. Boah, Ding zu machen. Natürlich ist der Strom jetzt wieder aus. Ey, wird nicht sagen, wie komisch das ist, dass man keinen Strom nicht machen. Wie komisch das ist, dass man kein Ding mehr hat. Na. Genau. Wieder einer. Ich kenne die da. Vier davon. Genau. So, jetzt schauen wir mal schnell zum Hub-Fähre. Und jetzt haben wahrscheinlich 90% von die Dinger, oder? Das ist natürlich nicht so nice. Vor allem, wenn man das sieht, wie da immer nur das Zeug ausläuft, ohne Ding. So, was können wir jetzt freischalten? Dies ist nur so ein Nebending. Ah, oh, Kohle! Also, warum gibt es denn Kohle? Ich denke, das ist Öl, was wir gehabt haben. Kohle gehen, das ist aber neu, Alter. Glaube ich, zumindest. Komm, um Wasser zu erwärmen. Durch den Dampf werden die Turbinen im Generator gedreht, um Energie. Bla bla bla. Das ist die Pumpen. Pipeline, ja, das hat die ganzen Dinge. Kohle, Flüssigkeitsspeicher. Okay, der macht Strom, wenn ich das jetzt richtig sehe, ne? Da braucht man 50 Rotoren. Okay, da kann man dann Sachen rumfahren lassen, dass man nicht überall Dinge hat. Dann können wir da schon zu einem Stahl-Ding, da haben wir schon zwei Sachen kombiniert und dem Teil dann. Das ist mehr Zweckgerüst, okay. Das ist für den Shop dann, besserer Nahkampf. Okay, was ist bei 4 denn? Fortgeschrittene Stahlbrüste, was ist das? Kann man das auch so hernehmen? Ich glaube nämlich nicht. Das war ja auch mal geil.
Was? Das ist neu, seit die das kennen. Wenn du es jetzt erst dazu kommen, das weiß ich aber nicht. 100 Megawatt pro Stunde, nämlich für eine Stunde, maximale Leistung 100 Megawatt, maximale Abgabeleistung unbegrenzt. Hochspannungsmast. Das kann man dann aus Aussichtsplattform hin. Hypertubes. Da sind die Hypertubes. Braucht man ans Kupferblech, okay, da kann man sie transportieren damit, das weiß ich schon. Doppelter Lagercontainer, den kenne ich auch. Da hat die Pipelines, die man übereinander bauen kann. Was? Ah, stimmt, da kann man die Blaupausen machen. Stimmt, das ist ja auch neu. Okay. Ja, da werden wir wahrscheinlich dann erstmal auf das gehen. Im Wade ist jetzt schon mal aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das jetzt dann machen. Von dem her, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Wir sehen uns morgen bei allen anderen Let's Plays, die wo rauskommen wieder. Also, hau ich, Diri.